Gloria kassiert nun eine Strafe und weitere Influencer könnten bald folgen. Jetzt erklärt sie, was passiert ist. In der Influencer-Welt gibt es täglich Werbung. Dadurch finanzieren sich die meisten auf Instagram. Sie bewerben mal mehr, mal weniger nützliche Sachen und hoffen, dass die Fans es kaufen. Denn wenn das passiert, kassieren sie einen bestimmten Prozentsatz. Die Codes sind in der Influencer-Szene bereits bekannt. Wer nicht kennzeichnet, dass es sich dabei um Werbung handelt, könnte drauf zahlen und das ganz schön ordentlich. Auch Gloria ist da keine Ausnahme. Sie hat scheinbar ab und zu nicht dazu geschrieben, dass es sich um eine Anzeige oder Werbung handelt und bekam vom Amt ein paar Briefe. Scheinbar gibt es bestimmte Beamte, die nichts anderes tun, als Influencer den ganzen Tag zu beobachten und wer nicht richtig handelt, wird zur Kasse gebeten. Und das hat mich so geärgert, dass ich angefangen habe, einfach egal, ob ich dafür was bekommen habe oder nicht, einfach immer Anzeige reinzuschreiben.